Offset der Gabel beschreibt den Abstand der beiden Gabelholme im rechten Winkel zur Lenkachse. Das heißt, wir sehen ja hier, oder bei jedem Motorrad, dass da hier ein gewisser Vorlauf, ein sogenannter Offset besteht. Der ist auch notwendig, weil das im Zusammenhang mit dem Lenkkopfwinkel auch den Nachlauf des Fahrzeuges bestimmt. Und dadurch können wir auch Einfluss nehmen auf das Fahrverhalten. Bei den Standardfahrzeugen ist sowas normalerweise nicht verstellbar, weil ja dann sonst die Gabelbrücke geändert werden müsste. Hier sind wir sozusagen auf den Hersteller angewiesen, je nachdem wie er das hinstellt. Im Rennsport ist man in der Lage, solche Sachen verändern zu können und dadurch die Fahreigenschaft des Motorrades massiv beeinflussen zu können.